Hallo liebe Pfeifenraucherfreunde, heute möchte ich euch gerne zwei Pfeifen und einen Tabak kurz vorstellen, und zwar handelt es sich um die Marke Molina. Aber zuerst gibt's mal einen Gruß aus der Küche, guckt mal. Ein Gruß aus meiner Küche an all meine Pfeifenraucherfreunde, insbesondere an die in Bayern und natürlich an Helmut, Bayerischen Genusskanal, denn heute gibt's bei mir Weißwürste in einer schönen bayerischen Verpackung. Allerdings, der Wermutstropfen, Helmut, ich hoffe, du wirst es mir verzeihen. Sie sind nämlich nicht aus Bayern importiert. Ich habe hinten da auf der Rückseite gelesen, dass die in der Schweiz hergestellt werden. Ich habe sie aber auch schon gehabt und sie sind wirklich lecker. Das nächste Mal kann ich ja bei dir vielleicht mal Originalweißwürste wieder mal genießen. So, und wenn wir das gegessen haben, dann wird eine leckere Pfeife abgebrannt. Bis dann. So, nach dem wohlverdienten Mahl, die wohlverdiente Pfeife. Ich habe in vielen meiner Videos Molina-Pfeifen geraucht oder Molina-Pfeifen gezeigt. Und das waren durchwegs alles Pfeifen aus den 80er Jahren. Soviel ich weiß, wurde Molina auch erst 1980 gegründet. Somit handelt es sich bei all meinen Molina-Pfeifen um die Anfänge von Molina. Ich war stets zufrieden damit. Molina hatte eigentlich von Anfang an, bei uns zumindest, so in meinen Pfeifenraucherkreisen, eher so einen Ruf, so im unteren Bereich der Durchschnittspfeifen zu liegen. Warum, das weiß ich nicht. Ich finde es völlig zu Unrecht. Ich war stets zufrieden mit meinen Molina-Pfeifen. Ich fand, sie waren immer einwandfrei verarbeitet, hatten nie Mängel oder Macken. Und mir hat auch das Design immer gefallen. Die haben sich halt hauptsächlich den klassischen Formen verschrieben. Nun, deshalb möchte ich eigentlich nochmal auf Molina zu sprechen kommen, denn ich habe auch zwei neuere Molinas. Aus welcher Zeit die Serie genau stammt, kann ich jetzt nicht einmal mehr auswendig sagen. Ich habe auf der Homepage von Molina nachgeschaut, konnte dort zwar noch zwei oder drei Pfeifen aus der Zebrano-Serie, wie sie heißt, finden. Ich glaube, rustizierte oder sandgestrahlte sind da noch vorhanden. Aber es gab ja eine vollständige Serie namens Zebrano. Aber ich kann dort nicht mehr eruieren, genau aus welcher Zeit die stammen. Diejenigen, die ich gerade rauche, ist diese hier. Das ist eine Form, die mir außerordentlich gut gefällt. Die ist irgendwie elegant, hat Linie. Ein Shape, das irgendwo zwischen Horn, Albert und Dublin liegt. Und was mir halt besonders gut gefällt, daher hat diese Serie auch ihren Namen. Hier diese breite, große Applikation ist Zebrano-Holz. Und auf beiden Seiten dieses Zebrano-Holzes sind noch zwei Acrylringe in Bernstein-Optik. Also eine wunderschöne Pfeife. Mittelgroß, aber ich würde jetzt sagen, eher im oberen Bereich von mittelgroß, also ein bisschen größer. Ist auch mächtig Holz dran, wie man sieht. Sie ist auch ein bisschen schwerer, ein bisschen größer. Und dann die zweite Molina aus der gleichen Serie, hier eine schöne Bulldog, auch mit dem Zebrano-Holz. Natürlich jetzt nicht ein Ring, sondern natürlich auch ein Vierkant, wie es sich bei der Bulldog gehört. Ebenfalls auf beiden Seiten mit dem Acryl in Bernsteinoptik. Aber rauchen tue ich hier in dieser Molina diesen Tabak hier. Werde ich das nochmal umgekehrt zeigen hier, ohne Warnhinweise. Guckt mal, den Tabak kennen auch die meisten von euch mittlerweile. Ich finde das ein ganz leckerer Tabak, ein ganz leckerer Kentucky. Ein reiner Kentucky, wie man ihn sich gerne vorstellt. Sehr würzig, erdig und also aromareich. Ich mag den recht gerne. Was hier nicht so durchkommt, was ja ab und zu mal beim Kentucky der Fall ist, sind ja so verstecktere, im Hintergrund liegende Noten von Rauch.
Und die kann ich hier jetzt eigentlich kaum feststellen. Aber sonst ein leckerer Tabak. Ich hatte den mal vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob das noch in diesem oder schon noch im letzten Jahr war, habe ich Tabakproben von Matthias vom Kanal Matkai bekommen. Und unter anderem hat er mir nicht eine Tabakprobe, sondern gleich einen ganzen Beutel geschickt, den ich dann auch geraucht habe. Und in einem Unboxing-Video bin ich darauf eingegangen und habe den genauer beschrieben. Und ja, ihr seht, wie er mir gefallen hat, denn ich habe ihn nachbestellt. Und ja, finde ich eine ganz gute Sache von Amphora, mal einen reinen Kentucky auf den Markt zu bringen. Auch den Schnitt hier ist eher ein bisschen außergewöhnlich. Er ist irgendwo zwischen einem Ready Rub und einem Broken Flake. Also eher grob und ist daher sehr gut in die Pfeifen einzubringen und hat einen ausgezeichneten Brand. So, das ist das, was ich heute zeigen, vorstellen wollte. Und somit wünsche ich euch alles Gute und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und tschüss zusammen.